gefragt, wurdest du in dies Dasein gesteckt. Und alle haben drauf geachtet, dass du nicht so schnell wächst, dass du dich entwickelst zu geistigen Höhen. Denn keiner wollte dich über sich sehen. Du wurdest geschlagen, damit du nichts mehr fühlst und das schmutzige Spiel mit ihnen spielst. Du wurdest getreten, zu Boden gepresst und mit beißendem Spott gab man dir den Rest. Zu Hause klein sein und in der Schule groß, wegen Dummheit verhöhnt und wegen Klugheit gehasst, machten sie dich mit all ihren Regeln verrückt, lehrten aufrecht zu gehen und krochen gebückt. Ja, als du dann endlich erwachsen warst und auf dein verfuschtes Leben saßt, da schickten sie dich los, Geld zu verdienen, aber du merktest, niemals gehörst du zu ihnen. Sie sprachen davon, vergiss dein Gefühl, es ist nichts wert hier in diesem Spiel. Du musst hart sein, kalt, grausam, gerissen und link, weil das deine gesellschaftliche Stellung bedingt. Fäden hängen, doch keiner darf diesen Umstand erkennen. Und so haben sie sich jede Art der Täuschung erdacht, und du hast sie alle mitgemacht. Sie locken mit Sex, Geld und Religion. Und wie du es merkst, haben sie dich schon gefangen in irgendeiner Ideologie. Und du bist nicht mal mehr ein Sklave, sondern nur noch ihr Vieh. Ja, wenn du jetzt fragst, wer sie denn sind, dann schau mal in den Spiegel, stell dich doch nicht blind. Sie sind, was du bist, letztendlich alle. Und ihr fangt euch selbst in der eigenen Falle.